Und Action, und Action, sagt der Kameramann. Ist ja wunderbar. Was glaubst du, was ich hier mache? Action. Freunde der Nacht. Es gibt ein Pfirsich-Omelett mit Käse und karamellisierten Cashewkernen. Okay? So schaut's aus. Also, was bisher geschah. Butter, die Kerne oder Nüsse, schön vorsichtig anbrutzeln, dass die Nuss ein schönes Aroma bekommt. Und dazu kommen jetzt schöne Pfirsiche. Ich habe so Weinbergpfirsiche. Kann man überall kaufen. Tolle Sache, wenn ihr keine Pfirsiche bekommt, dann gehen auch sehr gut Nektarinen oder vielleicht auch Ananas oder Mango. Ja, egal. Irgendwas so süß-säuerliches wäre schön. So, ja, den Pfirsich, ja, in so Würfel schneiden. Mit meinem Laserschwert. So, ein gutes Messer ist die halbe Miete, ich sag's immer wieder. Ihr braucht einfach ein richtig geiles Messer. Das muss jetzt kein wahnsinnig teures Messer sein. Sowas zum Beispiel hier ist echt toll, ist preislich im Rahmen, ne, hat eine tolle Form, einen tollen Griff. Und dann hat man viel Freude damit. Gibt's bei mir im Shop. Ja. Shop. Hänseshop. So, kleingeschnittene Sinsel. Ja, kommt einmal in den Mund und dann kommt die Pfirsiche zu den Nüssen. Eine Prise Zucker dazu, einen klitzekleinen Hauch Zimt. Okay? Also soll ja nicht so sehr nach Weihnachten schmecken. Und jetzt das Ganze so ein bisschen anbrutzeln lassen. Okay, wir kommen zum Omelett. So, und klack. Zack, Eier von glücklichen Hühnern. Und Freunde der gepflegten Kochkunst, ich sage das jedes Mal, glückliche Hühner heißt zufriedene Hühner mit guten Eiern. Und die haben einen Stempel und der Stempel geht mit null los. Bio, Freiland, das Beste, was man haben kann. Gut für Huhn, Ei und für uns. So, Ende Gelände. Jetzt die Eier eben so ein Mixbecher rein. Eine Prise gutes Salz. Ich mache das immer so, dass sie da einen Stabmixer nehmen und das Ei eben schön aufmixen. Jetzt machen wir ein Omelett. Bevor das Omelett aber in die Pfanne kommt, brauchen wir ein bisschen Käse. Es gibt ja ein Käse-Omelett. So, als Kombination etwas frisch geriebenen Parmesan. Zu dem Parmesan frisch geriebener Gouda, Bergkäse, Emmentaler, was ihr wollt. Ja, so viel muss das gar nicht sein. So eben schöner, frisch geriebener Käse. Ich mag das gerne mit dem Parmesan. Das ist echt eine feine Sache. Okay, auch die Nüsse übrigens, ja, zurückschalten. Herr Henze, Achtung, Achtung, nicht, dass das verbrennt. Und zu den Nüssen kommt jetzt ein bisschen. Die selbstgemachte Chilisauce ist im Buch Feierabend Blitzrezepte Express. Da gibt es saumäßig geile Chilisauce. Müsst ihr unbedingt mal nachmachen. Schmeckt super gut und muss man die nicht kaufen. Und man ist frei von E-Nummern und so einem Kampf. Gut, für das Omelett. Stückchen Butter in die beschichtete Pfanne. Und die Pfanne, es wäre schön, wenn die nicht zu heiß wäre. Ja. Eine gute beschichtete Pfanne. Und in die Pfanne kommt dann das Ei rein. So, jetzt lasse ich das Ei am Rand so etwas stocken. Ja. Wenig Temperatur. Schau mich mal an. Herr Halder, Kameramann hoch. Wenig Temperatur. Nicht rumrühren wie so ein Wahnsinniger, sondern schön vorsichtig. In der Ruhe liegt die Kraft. Jetzt kommt hier oben drauf etwas Käse. Kochen hat das mit Gefühl zu tun. Und das ist so ein richtiges Blitzrezept. So ein richtiges Feierabend-Blitzrezept. Und ich kann euch sagen, Leute, das mag wirklich jeder. Ja? Und es ist sowas von einfach. Und ob das jetzt genau die Käsekombination ist, wie ich gesagt habe, spielt eigentlich gar keine so große Rolle. So, und jetzt braucht es genau dos minutos. Ja? Okay. So ist es gut. Schaut mal her, vorsichtig. Das Omelett ist schön weich. Der Käse schmilzt. Jetzt kommt auf dieses Käse-Omelett etwas Rucola. Ölrauke, wie es unerotisch heißt. Ja, zu Deutsch, Ölrauke.
So, und Lucola schön da oben drauf. Und jetzt werde ich mal versuchen, das irgendwie in Form zu bringen. Zack. So. Vorsichtig, vorsichtig. Nicht laut sein. Ein Stückchen Butter noch rein. Die Butter hier am Rand. Ein bisschen laufen lassen. Und jetzt ganz vorsichtig. Also das Omelette, das braucht ja Zeit. Ja? Das braucht Zeit, bis das schön gemütlich eben wachsweich wird. Ja? Also in meiner Lehre hat der Küchenchef irgendwo gesagt, hey Henze, mach kein Vogelfutter hier. Ja? Das muss wachsweich sein. Und so wird es toll. Der Käse muss schmelzen. Ein bisschen dauert es noch. Ich mache mal hier so klar Schiff. Und dann gibt es noch einen kleinen Dip. Ich habe so einen griechischen Joghurt, der jetzt komplett an der Hose klebt. Na super. Was für ein Scheißtag heute. Also so einen leckeren griechischen Joghurt. Und zu dem griechischen Joghurt, man höre und staune. Ich sage das immer wieder, das muss ja nicht sein. Ja? Diese Hänse-Dinge, das muss ja nicht sein. Aber dieser Pfeffer, ich muss das am Rande erwähnen, aber seht ihr das? Der ist super geschrotet, ein bisschen Salz ist mit dabei, der ist nicht so scharf. Und ihr habt schwuppdiwupp eben so einen tollen Dip gemacht. Okay, ja, das schaut gut aus. Aber ein bisschen dauert es noch, Ich kann da gar nicht so hetzen. Etwas dauert es noch. Pass auf, komm hoch. Wir machen nochmal 2 Minuten, eine Minute Pause. Eine Minute Pause, ich laufe nicht weg. Hol mir schnell ein Glas Weißwein. Haben wir einen? Ja? Okay, bis gleich. Okay. Ja, jetzt müssen wir den Kameraden wenden. So, einmal so drehen. Okay, das schaut gut aus. Und jetzt, ich will es euch in Ruhe erklären. Ihr nehmt die Pfanne in die rechte Hand, den Griff nach unten, klappt den Teller so hin und macht einmal so, flupp. Und schwuppdiwupp ist das Omelett fertig. Und das Omelett ist in der Mitte noch extremst weich. Ich weiß nicht, kann man das sehen? Der Käse ist flüssig. Der Käse ist flüssig und mitten rein kommt jetzt hier unser schöner Pfirsich mit den Nüssen und so ein kleiner Säureakzent noch so ein bisschen außenrum. Ja, wenn man wollte, könnte man vielleicht noch ein paar Rucola-Blätter dazugeben. Boah, geil, wa? Achtung, pass auf, für die Szenerie, Achtung für die Szenerie, für die Deko, der Wein darf nicht fehlen. Jetzt wünsche ich euch guten Appetit. Hey, schreibt einfach mal ein paar Kommentare, wie es euch so gefällt, die Henze Blitzrezepte. Mit dem Buch Feierabend Blitzrezepte Express. 5 Zutaten, maximal 15 Minuten und Geschmack ist garantiert. Freude der Nacht.